Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ni No Kuni 2 mit mir, dem Scherbenklang. Ist schon zur 100. Folge, habe ich eben festgestellt, als ich gerade nochmal nachgeschaut habe bei YouTube. Krass, würde ich sagen, dass wir hier seit 100 Tagen mit Ni No Kuni 2 unterwegs sind. Ich würde sagen, heute gehen wir auf jeden Fall hier einmal kurz in diese Schlottergrotte. Da haben wir ja zuletzt aufgehört und ich glaube, bei der 100. Folge, da würde ich auch, glaube ich, ein bisschen die Story weiterspielen. Nämlich hier die Quest mit dem sagenumwobenen Schwert im Vollmondkrater. Aber das machen wir mal hier nach der Schlottergrotte. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Ah, es scheint echt nur eine kleine Grotte zu sein. Noch nichts Außergewöhnliches entdeckt. Außer, dass hier eine kleine Schatzkiste herumsteht. Drei Rollen Tuch der Engel haben wir hier gefunden. Ist soweit nichts in der Ecke. Davon liegt noch ein kleiner Gegenstand rum. Tweetstoff haben wir gefunden. Ein hübscher großer blauer Kristall hier an der Decke. Allerdings ist ansonsten diese ganze Grotte hier ziemlich leer. Kein Monster darin, keine NPCs, keine Leute in Not. Keine weiteren Story-Inhalte oder ähnliches. Da kommt bestimmt nochmal irgendwie was. Aber ich würde sagen, dann gehen wir heute dann erstmal weiter hier zum Vollmondkrater. Und ich habe mir, glaube ich, schon was überlegt für die nächsten Folgen. Ich glaube, da hätte ich auch mal Lust, meine ganzen Waffen zu verbessern, die Gnuffis zu verbessern, die weiter zu leveln und ähnliches zu machen dort im Königreich Menapolis. Aber mal sehen, wie lange wir hier dann auch für diese Quest hier brauchen mit dem Schwert. Die würde ich gerne doch schon ein Stück weiterspielen. Und hier haben wir einen Reisepunkt. Das heißt, jetzt können wir uns hier auch ab sofort hinbeamen. Ah, und ich wollte da gerade ein bisschen rumlaufen, aber da kommt gerade eine Zwischensequenz dazwischen. Gosh. Ja, das ist der Vollmondkrater. Ganz schön groß und scheinbar ist in der Mitte so eine Art Eissee drin, ne? Das sieht ein bisschen so aus, ob ja eigentlich gefüllt ist mit Wasser, was aber mittlerweile gefroren ist, beziehungsweise auf jeden Fall an der Oberfläche gefroren ist. Vielleicht ist es darunter ja auch noch flüssig. Das können wir jetzt hier nicht so genau erkennen. Ja, und aus der Luft ist er kugelrund wie ein Vollmond. Interessant. Ja, genau, diese Beschwörungsformel hatten wir ja hier, ne? Kelch des Friedens, erhöre mich. Und tatsächlich, da erscheint etwas. Eine Öffnung, eine Ruine. Ah, so eine alte Ruine hier erscheint. Ach ne, ein Schrein war das. Ist es keine Ruine? Sieht auch noch ziemlich gut aus von außen. Oho, darin befindet sich garantiert der Kelch. Ich bin gespannt, Leute. Ansonsten ist hier auch tatsächlich nichts, ne? Hier ist nichts drin. Wie heißt dieser Ort hier? Der Schrein des Friedens. Klingt ein bisschen merkwürdig. Gucken, ob es da drin wirklich so friedlich ist. So ganz traue ich dem Spiel hier gerade nicht an dieser Stelle. Wow. Also sie meint, der Kelch ist nicht allzu gut versteckt. Ja, mal sehen, wie es dann hier gleich wirklich aussieht. Hier ist auf jeden Fall überall noch Eis, glaube ich, auch ein bisschen drin. Oder Schnee tatsächlich. Das ist hier wohl reingeweht worden. Links und rechts ist hier nichts. Wir haben hier die typische Dungeon-Musik. Ja, und ich habe es schon vermutet. So friedlich ist es hier nicht. Hier sind auch Monster drin. Die haben sich ja eingenistet. Ja. Ja, Cecilio spricht gerade noch davon, ein bisschen vorsichtig herum zu laufen. Denn wir wissen ja auch nicht, was hier vielleicht noch auf uns wartet in diesem Schrein. Der war ja bestimmt nicht umsonst versiegelt und wer weiß, was hier noch für Gefahren auf uns lauern. Wir haben hier zwei Gänge, einen nach links und einen nach rechts. Ich guck mal kurz auf die Karte. Das ist jetzt für mich nicht so ersichtlich, wo ich vielleicht am besten lang gehe. Aber ich glaube eher links lang, ne? Das sieht hier so aus, ob das eher rechts wäre, das Ziel. Ich laufe mal links den Gang runter. So, hier dürfte eine Art Nische sein. Tatsächlich steht hier eine Schatzkiste herum. Schon wieder.
Götterträne war das, ne? Genau, eine Götterträne. Die heilt alle unsere Teamkameraden hier vollständig. Auch ein durchaus sehr mächtiger Gegenstand, möchte ich meinen. Und hier erwarten uns jetzt wieder einige weitere Monster. Also ich glaube, das Ganze hier ist eine Art Rundgang. Ich laufe mal eben flugs zurück hier. Ist schon ein bisschen gruselig hier, dieser Ruine, ne? Wie gut die noch erhalten hier ist. Diese leicht bedrohliche Musik hier, ne? Oh, der Gang ist deutlich länger. Da geht's irgendwo hin. Okay, Zoran beschwert sich gerade darüber, dass es hier ziemlich kalt ist. Die frieren wohl gerade alle und hier ist eine große Halle tatsächlich. Wo es auch noch weitergeht und ich sehe gerade auf der Karte. Wir hätten, glaube ich, gerade doch einfach nur geradeaus weiterlaufen sollen. Denn hier ist scheinbar der Weg, wo es wirklich weitergeht. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet, du. Sieht auf jeden Fall ein bisschen gefährlich aus hier. So, da liegt noch was rum. Ein Kieselstein schon wieder. Müssen wir vielleicht eine ganze Folge machen, wo wir einfach nur zu diesem Gnuffi gehen. Der im Gnuffi weiter rumsteht und uns für die Kieselsteine Bonbons gibt. Das wäre sehr spannend. Wenn man da so steht und einfach 99 Kieselsteine gegen Bonbons tauscht. Vielleicht mache ich das einfach mal. Grinsei haben wir hier noch gefunden. Das finde ich aber auch gruselig, oder? Stellt euch mal vor, ihr findet so ein Ei in so einem Dungeon hier herumliegen. Das grinst die ganze Zeit und hat so ein Gesicht und grinst. Also ich würde das liegen lassen. Ich würde ganz schnell gehen. Da würde ich nicht reingehen. Oder jedenfalls nicht weitergehen. So, hier sind noch ein paar mehr Monster hier. Viele Schamamster hier. Komischen Wesen hier. Weiß auch gar nicht, warum die uns eher so feindlich gesinnt sind. Die sind ja auch eigentlich ja doch recht intelligente Wesen. Ich meine, die sind ja immerhin hier so, ja, sagen wir mal, so fortschrittlich wie eine Stammesgesellschaft, würde ich behaupten. Das sind doch eigentlich auch eher, dann meistens eher friedliebende Personen, möchte ich jedenfalls meinen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das dann bei sogenannten Monstern was anderes hier. So, da liegt noch ein Schatz rum. Ein Winterknopf, den haben wir hier gerade entdeckt und hier sind ein paar Wölfe. Weißwölfe, genauer gesagt, oder Weißwölfe. Ja, und Remy beschwert sich gerade. Wozu braucht man denn hier so einen riesigen Schrein für so einen kleinen Kelch? Ja, wer weiß. Wenn wirklich nur ein kleiner Kelch auf uns wartet oder vielleicht auch viel, viel mehr. Auf jeden Fall sind hier zahlreiche Monster. So. Nuffis schießen gerade mal. Haben aber hier gerade die Tropfenfee nicht getroffen, leider. Ah, wir haben sie schon alle besiegt hier jetzt, ne? Ja, sehr schön. Klammer Mehrteiler. Das ist eine Art von Schwert, glaube ich. Was wir da gerade noch entdeckt haben. 38 weitere Gulden hier. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Also geradeaus kämen wir zurück. Da würde ich dann jetzt, glaube ich, gar nicht lang laufen, wobei... Ja komm, da liegt noch ein kleiner Schatz rum. Den nehmen wir einfach mal eben mit. Und halt einfach so ein Item hier. Brocken Astralerz. Das klingt auf jeden Fall selten. Ich glaube, das war ganz gut, dass wir das eingesammelt haben. Denn ich glaube, so viele haben wir davon noch gar nicht. Ich bin auch nachher gespannt, wie es aussieht, wenn wir nach Minneapolis zurückkehren. Wie viel Kronen und Materialien wir dann schon gesammelt haben. Ich war nämlich auch nach der letzten Folge nicht dort. Da haben wir, glaube ich, mittlerweile dann bestimmt einiges angesammelt. Hey. Also gute Idee gerade von Roland gewesen, ob Remy nicht irgendwie diesen Kelch aufspüren kann oder fühlt. Aber scheinbar kann er das nicht. Es ist ja kein Spürhund. Und wir haben hier wieder so etwas ähnliches wie eine Mietsräne oder so. Auf jeden Fall sehr groß, sieht auch sehr stark aus. Ich wage mich mal in den Kampf hier.
Eine Elchmeere tatsächlich ist das hier. Aber ich glaube, die hat gar nicht so eine gute Chance hier gegen uns. Jetzt haben wir sie auch noch eingefroren und die ist auch sofort down hier. Trotz Level 60. Ein diesmal sehr leicht zu zerschlagendes Monster hier an der Stelle. Pistole haben wir gerade noch gefunden. Eine Hieratio-Pistole, wenn ich es gerade, glaube ich, gerade noch richtig gelesen habe. Ja, weiß ich gerade gar nicht. Ist die denn gut? Ich meine, immerhin war das ja ein recht neuartiges Monster hier an der Stelle. Nee, tatsächlich ist die nicht so interessant hier. Hotaru hieß die tatsächlich. Nicht Horatio oder so. Ach ja, und ihr könnt sehen, ich habe hier Shanti mittlerweile mal wieder umgezogen. Die hatte noch so ein etwas ja, waldähnliches Outfit an, das habe ich hier mal angezogen. Finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn mir das Blättermuster vorne nicht so gefällt, aber dann sind wir hier eine sehr bunte Truppe, würde ich behaupten. Passt ja hier auch sehr gut zu unserer Zusammenstellung hier, ne? Oh, flippin' heck. Ja, das wird bestimmt irgendwann ein Ende haben, aber ja, tatsächlich, dieser Dungeon hier ist recht groß, ne? Gehe ich links lang? Ich glaube, ich laufe mal links lang. Ah, hier ist eine Sackgasse. Perlit haben wir noch gefunden und noch eine Schatzkiste. Sesam, öffne dich. Was ist da drin? Eine geheime Magierrobe. Können wir denn mit der hier etwas anfangen? Tatsächlich nicht so wirklich. Wobei doch da ist sie, ne? Geheime Magierrobe. MP-Erhöhung um 1 und alle Zustandsresistenzen werden gesteigert. Hat aber auch deutlich mehr Verteidigung tatsächlich. Da bin ich ja gerade doch dann ein bisschen überlegen, ob ich das nicht lieber mache. Weil so eine gute Rüstung haben wir ja hier auch nicht mehr. Die hier nehme ich nicht, die hat noch irgendeinen unbekannten Zustand. Unten links könnt ihr das sehen mit den drei Fragezeichen. Das konnte man nachher irgendwie auch noch freischalten. Ich weiß gerade nur nicht genau wie. Müsste ich mich nochmal schlau lesen hier. Und das Ganze nochmal ein bisschen ausprobieren. Und ich meine, wir kamen jetzt von hier, ne? Das heißt, wir müssten jetzt hier Richtung Norden, sag ich jetzt mal, dazu. Ja, Norden sieht ganz gut aus. Ist auch ein ganz schön großer Bereich hier, ne? Aber alles sehr schlauchartig hier. Bin ich mal gespannt, wo das hier gleich hinführt. Ja, da vorne ist wohl was, stimmt. Jetzt kommt jetzt hier die Zitadelle der Zeit von Zelda oder was kommt jetzt hier gleich? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das sieht aber eher gefährlich aus, oder? Schaut euch das mal da hinten an. Zwei große Fackeln oder Lampen stehen dort mit blauem Feuer. Eine komische Apparatur mit 5 Spiralmustern darauf. Wie sogar 7. Es kommt eine Zwischensequenz. Ich bin gespannt, was passieren wird. Oh. Ja, eine komische Statue. Die sieht aber auch wirklich ein bisschen sehr komisch aus hier. Vor allem frage ich mich, ist das ein Maul da vorne oder ist der Bauch aufgeschlitzt von dieser Statue? Ich bin mir nicht ganz sicher. Blimey. Stimmt, kein Kelch hier in Sicht. Haben wir den falschen Weg genommen? Ich glaube nicht. Entweder hat uns hier jemand hingelotst aus böser Absicht. Oder hier ist wirklich irgendwie der Kelch versteckt. Nur vielleicht anders als wir erwarten. Oh oh. Die Augen der Statue sind gerade rot geworden. Und sie wird lebendig. Lavalit. Feste in Feuer und Flamme. Oha. Das Ding sieht gefährlich aus. Und es greift uns scheinbar an. Mal hier eine kleine Wasserattacke. Wow. Aber auch Level 62 dürften wir eigentlich ganz gut kalt kriegen hier, ne? Aber auch interessant, dass diese Lavalit dann hier lebt. Oder als Wächter aktiv war. Mitten im Eis hier. So, Evan, weg da.
ausweichen. Aber die Feuergnuffis, die machen hier, glaube ich, nicht viel. Wasserattacke. Da haben wir gerade gut getroffen hier. Ich habe keine Magie mehr. Oh, oh. Ein bisschen ausweichen hier. Aber ich habe, glaube ich, gerade noch passend meine Attacke gestartet. Der wollte ja gerade selber hier eine stärkere Attacke lostreten. Tyrannenrüstung haben wir erhalten. Und da erscheint etwas. Das sieht doch sehr kelchartig aus. Wir haben den Heiligen Gral gefunden. Der ist irgendwie kitschig. Stimmt, der hat echt so ein bisschen so ein Griff, wie so eine Art Schwert, ne? Stimmt, das sieht ein bisschen aus wie der Kelch. Liegt da noch was rum da hinten? Nee, ne? Wir haben schon mal gerade alles von diesen Wächter hier mitgenommen. Dann berühren wir mal den Kelch. Oh my! Der Kelch des Friedens. Ist schon ein schönes Teil, sagt hier gerade Shanti. Fast zu schade, um ein Schwert herauszumachen. Na, also ich finde jetzt ziemlich hässlich, wenn ich ehrlich bin. Okay. Aber wichtig ist ja, dass wir damit dieses tolle Schwert herstellen können, ne? Genau, damit können wir nämlich hier den Pandemos, diesen großen bösen Titan von Hemna hier, den Gar ausmachen, hoffentlich. Neue Einträge hier im MacBook. Der Kelch des Friedens von Cecilius sie gepostet. Er spricht auch davon, dass es eine Schande wäre, diesen Schatz einzuschmelzen. So etwas Banales wie ein Schwert. Und Zoran schreibt natürlich erstmal hier, aus diesem Kelch würde ich gerne mal einheben. Natürlich. Und Shanti, wenn deine Spucke drankommt, verrostet er bestimmt. Oje, oje. Macht ja keine Spielchen mit dem Kelch, schreibt Roland hier noch. Aber ist das nicht auch ein bisschen gefährlich, das so öffentlich zu posten? Gibt es da keine, ich sag jetzt mal, Grabräuber oder irgendwie so Banditen oder irgendwie andere Mächte, Kräfte, Gruppen, Organisationen, die es auf so etwas abgesehen haben könnten? Vor allem geben wir Hamna damit ja quasi hier jedes Mal Bescheid, was wir hier gerade so entdeckt haben und gefunden haben. Das stelle ich mir dann doch eher gefährlich vor hier. Ach guck mal, da ist eine Statue, sag ich schon, in der Kiste. Ich lande hier mal vorsichtig. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Monster, was mich immer eben platt macht. Ruinöser Mehrteiler. Aber was für ein Riesenobjekt hier, ne? Schaut euch das mal an hier. Oh, was ist das denn da für ein Eistroll? Das Ding ist ja riesig da unten. Da gehe ich jetzt aber nicht hin, du. Aber innen drin scheint es hohl zu sein, ne? Das ist ja spannend hier. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Festungsschiff aus den Ghibli-Filmen, ne? So Stadt im Himmel oder so. Sowas in der Richtung gehend, ne? Und das Teil ist ja wirklich gigantisch, ne? Aber es ist echt hohl innen drin. Das ist ja interessant. Ist denn hier sonst noch etwas? Ich glaube nicht. Ups. Eigentlich zu der Schatzkiste da vorne. Steht ja noch eine rum. Das ist eine braune? Ja, das ist eine braune, ne? Das sah gerade ein bisschen mit dem Licht hier so bläulich aus, aber es ist keine blaue. Hier ist eine Götterträne darin. Aber ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein, ne? Können wir eigentlich nach da ganz oben fliegen? Ich will das jetzt mal eben ausprobieren hier. Ah ne, hier können wir dann nicht mehr hin. Kann ich da reingucken? Ja, ist aber einfach nur tiefeste Schwärze ist da einfach nur drin. Ja, und schaut mal, hier ist ein weiterer Schrein, der hier verfallen ist, eine weitere Ruine. Da wird wahrscheinlich dann auch hier das letzte Traumfragment drin sein. Das würde ich aber dann doch ganz gern andermal machen. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal eben zurück hier nach Minneapolis. Und spreche mit der Susi, dass sie hier dieses Schwert entwickeln soll. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwie weitere Materialien dafür sammeln oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen.
So, dann gehen wir mal hier in den Landeanflug. Abgeschlossene Forschung heißt es hier auch gleich wieder. Sehr, sehr schön. Aber ich glaube, ich hätte auch große Lust, da die nächsten, ich sag jetzt mal so 5 Folgen oder so, oder vielleicht auch nur 3, durchaus so mal die ganzen Nebenquests und so hier ein bisschen weiter zu verfolgen, dass wir dann noch weiterkommen. Vor allem fehlen mir ja immer noch ein paar Talente. Die hätte ich natürlich schon gerne hier in Minneapolis mittlerweile dann mal. So, und ich würde sagen, wir speichern einmal ganz kurz und heilen unsere Truppe hier. Nicht, dass hier doch jetzt noch irgendwie eine böse Überraschung kommt und plötzlich erscheint ein Monster aus diesem Kelch und zerschlägt uns hier den Thronsaal. Wer weiß, wer weiß. Was scheint die denn da vorne? Schaut hier ins Wasser, aber viel ist da leider nicht drin, ne? Ja, endlich können wir das heilige Schwert schmieden, sagt sie. Ja, das klingt doch gut. Ich hoffe, das wird auch was hier. Of course. War das Zorans Idee? Cecile spricht nämlich hier gerade davon, dass es wohl keinen Zauber gibt, der die Majestät, also mich in dem Falle, oder Evan, auf die Größe von Pandemos heranwachsen lassen könnte. Wäre aber auch interessant. Now listen here. Ja, stimmt, er tritt einmal auf dich drauf und dann war's das, wenn der Pandemos hier auf uns drauf tritt. Das ist ja so eine Art hässlicher Godzilla, wie ich ihn immer nenne. Really? Oh, das ist ja was ganz Neues. Bei mir hat noch nie gehört, dass Knuffis Sachen verschenken. Stibitzen ja, aber das nicht. Okay. Ach, da spricht hier von unserem Ast, mit dem wir hier das Wächterband oder den Wächterpakt hier besiegelt haben. Genau, vom Pusti dem Verwegenen, ja. Oder dann kommt das vor, als ob das schon 100 Jahre her wäre. Ja, stimmt mir auch. Es sind ja auch schon 100 Folgen vergangen. Da kann einem das durchaus so vorkommen. So, Susi. Stellst du uns das tolle Schwert her? Kann losgehen. Lass knacken oder so. Alrighty. Ja, jetzt können wir endlich das heilige Schwert schmieden. Die Waffenwerkstatt hat bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen. Ah, okay. Genau, und Evan fragte gerade noch Remy, ob wir denn einfach diesen Zweig dafür verwenden können, denn den brauchen wir ja wohl dafür. Okay, und Remy sagt, das stört ihm nicht die Bohne. Ja, wir haben zusammen einige Länder besucht und da ist ihm eines klar geworden. Was ist ihm denn klar geworden? Ah, die Wächter in anderen Ländern haben super coole Paktutensilien, findest du nicht? Stimmt, und wir haben einfach nur diesen kleinen Zweig, ne? Aber hey, besser ein Zweig als gar nichts. Remy guckt auch ein bisschen eingeschnappt nach dem Motto. Flippidack! Ah, für den Anfang war der Zweig schon okay, aber jetzt sind wir viel cooler und da passt ein heiliges Schwert doch auch viel besser. Ja, da muss ich Remy ein bisschen recht geben, auch wenn ich den ein bisschen unsympathisch finde. Ich mag ihn irgendwie nicht gerne, aber er ist irgendwie witzig. Ne? Also ohne ihn wär's, er wird ein bisschen fehlen, ne? Sagen wir es mal so. Weg mit dem Zweig, sagt er. Solange jedenfalls daraus das beste Schwert wird, das die Welt je gesehen hat. Wir bauen hier quasi dann also quasi Excalibur, beziehungsweise schmieden Excalibur. Also klingt das gerade ein bisschen. Und die Susi kümmert sich gleich drum. Da bin ich ja mal gespannt hier. So, den Kelch und den Zweig haben wir hier schon bereits abgegeben. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Und tatsächlich, so, sie hat das Schwert hergestellt. Trägt es hier gerade zu uns. Here it is, Evan. Cool. Monster, the Sword of Unity. We can finally face the Horned One. Und wir haben das heilige Schwert erhalten. Bei der Macht von Grayskull. Ach nee, Moment, das war ein anderes Franchise. Thank you.
Und Evan bedankt sich hier nochmal bei allen. Jetzt können wir hoffentlich Pandemos besiegen und Hamna aufhalten. Ja, ich hoffe doch. Und ich muss sagen, das Schwert hat auch durchaus Stil. Das sieht viel hübscher aus als der Kelch vorher. Oi. Ja, so langsam mausern wir uns hier oder wir katzen uns, je nachdem. Hier war auch sehr schöne Musik im Hintergrund. Sehr epochal, wie nennt man das? Gefällt mir. Shanti, du siehst voll stark aus, Evan. Das hoffe ich doch. Ich hoffe nicht nur, dass wir stark aussehen, sondern dass wir wirklich hier stark sind. Und Sicilius hat hier noch die anderen Könige über die Fertigstellung informiert. Und Roland hat hier die Einheiten der anderen Länder bereits zusammengerufen. Wir scheinen auch stark Richtung Ende zuzugehen hier gerade. Aber ich möchte echt gerne vorher noch die Nebenmission machen. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden hier. Und Roland schlägt auch vor, dass wir so bald wie möglich hier nach Paltera aufbrechen. Das ist ja dieser mondförmige Kontinent, der hier neu entstanden ist. Auf dem sich auch Pandemos befindet tatsächlich, ne? Oh, Hamna erscheint hier wieder. Was hat der wieder vor hier? Die falsche Schlange hier. Nicht mehr lang, sagt er. Was hat er vor? Nicht mehr lang und alles wird wie früher. Aber wie war es denn früher? War das gut oder schlecht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube eher, dass es schlechter war, wenn ich ihn mir so angucke. Ach, seht ihr mal, da sind sie ja alle. König von Meckbaum, die Königin von Quastenfloss, der König von Katzbuckel und auch der König hier von Goldorado. Von links nach rechts hier, alle sind sie versammelt und natürlich auch Evan, der König vom relativ neu gegründeten Königreich Minneapolis. Die Helden sind hier vereint in dem Sinne. Der vor uns liegende Kampf birgt viele Gefahren, aber er ist sehr dankbar hier für die Unterstützung der anderen Könige. Tatsächlich nicken hier, glaube ich, auch alle mit ein und sprechen davon, dass wir hier nur gemeinsam diesen Feind bezwingen können. Exactly. Natürlich hat ja jedes Königreich wahrscheinlich so sein Hauptelement, sage ich mal. Meckbaum ist ja gerade technologisch sehr fortschrittlich. Und Vector gibt ja gerade natürlich ein bisschen an, so, ne? Und auch Sextinius gibt hier nochmal ein Positives hier zum Besten. Thank you. Ja, und Evan hier ist sehr der Optimist natürlich. Wir werden erfolgreich sein und dieser Welt den Frieden zurückbringen. Ich bin gespannt. Ah, nur noch ein Wort von mir und es kann losgehen. Interessant. Wir sollen Bescheid geben, wenn alle Angriffsvorbereitungen getroffen wurden. Vereint gegen Pandemos. Das heißt aber auch, dass ich jetzt mit Roland erstmal noch nicht sprechen werde. Denn ich würde ja doch echt gerne die Nebenquests und so noch machen. Wenigstens ein bisschen, weil ich befürchte, dass das dann auch so die finale Schlacht schon sein könnte. Und das würde ich gerne doch noch ein bisschen weiter hier zu Ende bringen. Zumal ich das Gefühl habe, mein Königreich ist noch gar nicht aufgebaut so richtig, oder? Also irgendwie würde ich das doch ganz gerne nochmal machen. Oh, und die Soldaten von Goldorado und Meckbaum haben sich wüst beschimpft. Die Kooperationsbereitschaft unter den Truppen ist wohl eher gering. Ja gut, das ist natürlich immer irgendwie... Gibt es Differenzen? Das ist natürlich sehr schwer, ne? Ah, genau. Und die Soldaten von Quastenfloss haben ja diesen Ort seit 300 Jahren nicht mehr verlassen. Die waren ja in dieser Zeitschleife quasi gefangen, in diesem Stillstandszauber von ihr. Aber jetzt geht die Zeit ja auch weiter. Interessant. Was hat Vector denn noch sozusagen? Er will mit Kampfrobotern hier mitmischen, okay. Und natürlich ist er ein Genie. Kennen wir ja natürlich von ihm, ne? Aha. Ein Nerd hier.
Ja, die Miets und die Maus aus Katzbuckel haben gerade ihren Kriegsrat abgehalten. Wir hoffen, dass sie sich nicht wieder in die Wolle kriegen. Das könnte natürlich schnell passieren, denn ich glaube, die Spannungen in der Gesellschaft, die sind auch nicht vorüber. Ja, die jahrelange Knechtschaft der Katz über die Maus und dann natürlich auch nachher andersherum. Ich glaube, das hat da vieles mit der Gesellschaft gemacht und ich glaube, das muss sich erstmal alles wieder so ein bisschen zurechtbiegen. Vielleicht ist da aber so ein gemeinsamer Feind mit anderen Königreichen vielleicht auch gar nicht mal so schlecht als stabilisierender Faktor hier. Ah, Sixtinus hat hier auch zum ersten Mal mit dem König Ratolion gesprochen. Sein Ersteindruck ist wohl, dass er ein sehr weiser Mann ist mit guten Führungsqualitäten. Aber er war ja wohl ein bisschen zu ernst und er hat nicht mal das geringste Interesse am Glücksspiel. Natürlich ist das für Sixtinus hier völlig unverständlich. Wow. Ja, der spricht auch hier davon. Maus und Miets haben immer noch ihre Probleme in einigen Bereichen miteinander. Doch auf dem Schlachtfeld sind alle Fäden vergessen. Erinnert mich ein bisschen so Heimatfront-Politik hier. Aber gut, es dient ja hier dann tatsächlich eine relativ gute Sache. Hoffe ich mir jedenfalls mal. Ah, und er wird alles tun hier, um den Frieden unseres Landes, nein, den Frieden dieser Welt zu bewahren sogar. Also ganz, ganz groß hier, ganz, ganz groß im Maßstab hier. Am Denken auch und am Handeln. Da würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz hier unser Königreich an. Ich würde hier gerne auch nochmal ein paar Forschungen jetzt hier am Ende der Folge abholen. Und natürlich auch hier die Königskasse leeren, die schon wieder voll ist bis oben hin. 800.000 Kronen hierin. Jetzt über 1 Million hier. Und das Materiallager ist auch schon voll gelaufen. Jede Menge toller Sachen hier. So, Königreich ausbauen. Da wird es jetzt hier ein bisschen weitergehen. Wir haben auch immer noch viele Sachen gar nicht errichtet, ne? Also hier ist so viel zu tun hier. Multidimensionslabor. Auch schon erforscht, der Traumportalfinder. Wir können das Ganze ja noch erweitern. Mache ich mal eben. Jetzt ist das auch, glaube ich, auf der höchsten Stufe hier, ne? Rang 4 war, glaube ich, das höchste. Und hier die Scorpia. Die ist jetzt hier auch aufgestiegen von der Expertin zur Meisterin. Und ich muss sagen, die hat sie auch ganz schön gemacht, ne? Die haben ja damals unten im Quastenfloss gefunden. Dort im Thronsaal neben Nairaida. Ihrer Meisterin, sag ich jetzt mal dazu. Das hat sich ja echt gemacht, ne? Die braucht ja irgendwie so, glaube ich, eine Muschel war das, glaube ich, eine Geistermuschel. Die wir erst wieder irgendwie mit Energie, glaube ich, aufladen mussten, damit sie dort dann weitermachen kann, ne? Mit ihrer Lehre. Und hier stellen wir gerade noch fest, wir haben noch keine zwei Talente hier mit dem Talent mit fünfte Dimension. Das heißt, wir können hier noch nicht alles erforschen. Aber ein paar Sachen können wir ja gerne hier machen. Zum Beispiel Pink ist Trumpf. Gegner in Traumräumen hinterlassen häufiger 2 Traumkugeln. Das machen wir natürlich. Das klingt ja auch sehr effizienter, möchte ich sagen. So, können wir eigentlich hier noch irgendwas weiter erforschen? Mehr EP für Reservisten. Meister für pure Leidenschaft. Das war, glaube ich, der Schäfer, ne? Den hatten wir jetzt hier irgendwo reingepackt. In der Hoffnung, dass der einigermaßen dadurch auch weiter levelt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Wo ist denn der Herr überhaupt hier? Ich glaube, Schäfer hatten wir hier oben reingepackt, ne? Bei den Schreinereien. Da ist er. Da, Experte ist er immer noch. Also der muss noch auf jeden Fall irgendwie zum Meister gelevelt werden. Dann können wir nämlich da auch weitere Dinge erforschen. Bin mir nur nicht sicher, ob das alles so funktionieren wird hier. So, Gnuffikünde. Nummer 5 können wir leider auch noch nicht. Nichts zu erforschen hier, aber ich sehe gerade, Albert ist erfahrener geworden vom Neuling hier zum Experten. Aber das bringt uns hier, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit, hier was zu erforschen, leider. Was ist denn hier sonst noch so? Da ist der Wächter. Wie ist das hier nochmal? Der Wächteraltar, genau so war der Name. Ich hatte den Begriff hier vergessen. Das heißt aber auch, wir können, glaube ich, gar nicht so viel hier gerade erforschen, bis auf hier im zweiten Technischen Institut von Minneapolis. Und wir haben hier noch die Forschungsbeschleunigung freigeschaltet. Und Powerforschen gibt es hier noch, aber das können wir gerade noch gar nicht machen, denn wir brauchen einen Meister für Technophilie. Da weiß ich gerade gar nicht, haben wir da jemanden?
Hier, Rob, den haben wir hier drin. Allerdings ist der nur Experte und noch kein Meister. Da müssten wir also mal gucken, wie wir den irgendwie weiter gelevelt bekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da so im Stillstand bewegen. Dass wir da gerade noch nicht weiterkommen. Das können wir leider auch noch nicht machen. Denn da brauchen wir 100 Talente. Wir haben erst 85. Das heißt also, hier geht es erstmal dann heute nicht weiter. Aber ich würde sagen, dann machen wir mal kurz hier die Lager leer. Alright. Plündern die Kultnix-Kasse. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mit ein paar Nebenquests weiter. Dann wie gehabt, morgen hier um 14 Uhr wieder auf diesem YouTube-Kanal. Macht's gut, schön, dass ihr da wart und ciao, ciao.